Yoga Dandasana in einfacher Variation. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz, dann beuge das linke Knie und gib das Knie unter die Schulter, sodass idealerweise der obere Achselhöhlenpunkt stimuliert wird. Wenn du so dieses Knie unter der Achselhöhle hast, öffnet sich das rechte Nasenloch. Mindestens bei den meisten Menschen funktioniert das. Yoga Dandasana hilft, um den Fluss des Pranas durch Ida und Pingala zu stimulieren bzw. zu lenken. Wenn du zum Beispiel essen willst, ist es gut, dass das rechte Nasenloch offen ist. Dann kannst du mit Yoga Dandasana das Knie unter die Achselhöhle geben. Und wenn du den richtigen Punkt findest, das braucht etwas Übung, dann wird innerhalb von wenigen Sekunden das rechte Nasenloch sich öffnen und Pingala Nadi stärker geöffnet sein und damit die Verdauungskraft verbessert werden. Wenn du dagegen etwas Neues anfangen willst und dafür Intuition brauchst, dann würdest du das Knie unter die rechte Achselhöhle geben und könntest so das linke Nasenloch öffnen und Ida Nadi öffnen und so eine gewisse Empfänglichkeit für Neues erhöhen. Yoga Danda ist so ein Stab, den Yogis nehmen und diesen Stab dann eben unter die Achselhöhle bringen. Und diesen kannst du letztlich ersetzen durch ein Knie. Knie hat den Vorteil, dass du das immer dabei hast und Yoga Dandas typischerweise westliche Aspiranten nicht mit sich rumschleppen. Wenn du mal ein Bild von Brahma siehst, dem Schöpfer, der wird oft dargestellt mit dem Bettelnapf und manchmal dargestellt mit zusätzlich Yoga Danda. Shiva findest du fast immer mit Yoga Danda, oft, dass er den Ellbogen darauf abstützt, aber eigentlich ist das ein Instrument, um Prana zu modifizieren, insbesondere den Fluss von Ida zu Pingala und umgekehrt. Es gibt noch fortgeschrittenere Variationen von Yoga Dandasana. Hier zeige ich mein Bild von Swami Vishnu aus dem großen illustrierten Yoga-Buch. Dieses Asana ist etwas schwieriger und den Spezialisten vorbehalten.